Zum Thema CFD-Verbot gibt es News. Was bedeuten die für dich als Trader? Ich sag's dir in diesem Video. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich ein Video über das Thema CFD-Verbot gemacht. Und mittlerweile hat die BaFin neue Fakten geschaffen. Am 8.5. kam die entsprechende Pressemeldung. Und bevor ich jetzt weiterrede, möchte ich diese gerne nochmal unter die Lupe nehmen. Schaut mal mit mir auf meinen Bildschirm. So, ich dachte mir, bevor wir uns hier irgendwelche Sekundärquellen anschauen, in der dann persönliche Meinungen dargestellt werden, gehen wir doch mal direkt auf die Seite der BaFin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Mit dem Datum vom 8.5. könnt ihr hier sehen, kommt also die entsprechende Meldung. Die BaFin beschränkt den CFD-Handel. Es geht dann im Weiteren kurz darum, was CFDs sind und was im Wesentlichen beschränkt wird. Sie beschränkt die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von finanziellen Differenzkontrakten, Contracts for Difference, CFDs. Kontrakte mit einer Nachschusspflicht dürfen Privatkunden nicht mehr angeboten werden. So, jetzt will ich euch nicht den ganzen Text vorlesen, sondern nur noch mal kurz hervorheben, worum ging es der BaFin. Im Wesentlichen ist das so, dass die BaFin sagt, die Beschränkung des CFD-Handels ist ein notwendiger Schritt zum Schutz der Privatanleger. Hier ist die aktuelle bzw. die dann geltende Regel nochmal aufgeführt und ihr seht, Anbieter von CFDs mit Nachschusspflicht haben ab der Veröffentlichung, also seit dem 8.5., 3 Monate Zeit, ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Einige Anbieter haben bereits CFDs ohne Nachschusspflicht im Programm oder aufgrund der geplanten Allgemeinverfügung angekündigt, solche Angebote zu schaffen. Ein wichtiger Punkt und ja, so kurz und knapp ist die Meldung der BaFin. So, wie ihr seht, auf der einen Seite ist das CFD-Verbot vom Tisch, das ist doch schon mal ganz positiv. Auf der anderen Seite wird es CFDs aber nicht mehr in der herkömmlichen Art und Weise geben. Also die Nachschusspflicht fällt weg und das wird in der Folge, sollte dazu führen, dass auch diese ganz extremen Hebel nicht mehr möglich sind. Aus meiner Sicht durchaus sinnvoll. Und was die Nachschusspflicht angeht, auf der einen Seite habe ich ja schon damals gesagt, also die CFDs, das Instrument selber, das kann eigentlich nichts dafür, dass zahlreiche Trader es missbrauchen, in Anführungszeichen. Also CFDs sind für kleine Konten und für Trading-Anfänger eine ideale Lösung, weil sie einfach wesentlich günstiger sind als zum Beispiel der Zertifikatehandel oder gar der Handel mit Aktien direkt an der Börse. Und für den Futures-Handel braucht man nun mal ein deutlich größeres Konto. Also CFDs sind absolut sinnvoll, denn damit lassen sich Strategien umsetzen, die man mit anderen Instrumenten so nicht umsetzen kann, gerade wenn es um kleinere Konten geht. Aber offensichtlich war es so, dass sehr, sehr viele Marktteilnehmer sich an dieses Instrument, an die Börse herangewagt haben, ohne auch nur im Ansatz sich vorher damit zu beschäftigen. Das mag zum Teil auch an der Werbung liegen und insofern finde ich es richtig, dass die jetzt geschützt werden. Man kann natürlich sagen, wenn jemand so blöd ist und an der Börse Geld einsetzt, ohne auch überhaupt nur eine Stunde sich mit dieser Materie zu beschäftigen, dann ist er ja selber schuld. Aber, tja, gerade bei jungen Menschen, die lassen sich vielleicht von der Hoffnung auf schnellen Reichtum eher mal verleiten, die also zu schützen oder insgesamt den Anleger zu schützen und zu sagen, mehr als das, was du eingesetzt hast, kannst du jetzt nicht mehr verlieren, finde ich unter dem Strich richtig. Bei Qtrade übrigens ist es so, ihr wisst, das ist der Broker, über den ich handle, da ist diese Nachschusspflicht bereits umgesetzt. Also bei Qtrade gibt es keine Nachschusspflicht mehr. Die haben sofort darauf reagiert. Ihr müsst einfach bei eurem Anbieter jetzt in Zukunft sehen, verändert sich da was.
Also in 3 Monaten wird es keine CFDs mehr mit Nachschusspflicht geben. Das ist bei allen so. Und unter dem Strich bleibt dann das stehen, was schon vorher stand. Ich persönlich möchte gerne einen Broker, der in Deutschland ansässig ist, der in Deutschland reguliert wird, mit möglichst geringen Gebühren und Spreads für mich. Denn das ist letztendlich, das sind die Fixkosten, die ich immer zahle. Und dabei darf ich eben nicht nur darauf achten, was bietet der Broker alles an, sondern ich muss insbesondere, also was bietet der Broker im Sinne von, ja, diese Einzahlungsboni, die es da überall gibt. Schön und gut, wenn der Anbieter in Ordnung ist und er gibt euch am Anfang 100 Euro oder 50 Euro drauf. Ich habe euch ja schon mal gesagt, für mich klingt das eher dann so, wie die zahlreichen Wettanbieter das machen. Aber anyway, wenn er trotzdem ein guter Anbieter ist, will ich dagegen nichts sagen. Nur, es zählen eben Spreads und Ausführungen. Und nichts anderes ist wichtig für euren täglichen Handel. Ob ihr dann 50 Euro obendrauf bekommt oder so, das spielt auf mittel- und langfristige Sicht wahrlich keine Rolle. Also, schaut genau, was passiert, denn es kann natürlich durchaus sein, dass der ein oder andere Broker, der sehr knapp kalkuliert hat, dass der jetzt die Kosten etwas hochnehmen muss. Denn bei einer fehlenden Nachschusspflicht heißt das natürlich auch, wenn bestimmte Sicherungsmechanismen nicht greifen und es entstünde eine Nachschusspflicht, der Kunde bezahlt die aber nicht mehr, dann steht das Kostenrisiko auf Seiten des Brokers. Das wird er dann vermutlich an seine Kunden weitergeben. Müssen wir uns einfach in den nächsten Monaten mal anschauen, ob einige Anbieter dadurch teurer geworden sind. Wie gesagt, bei meinem Anbieter läuft alles glatt. Die haben diese Umstellung bereits gemacht. Und ja, dann behalten wir das Thema auf jeden Fall im Auge und können für den Moment zumindest mal festhalten, CFDs wird es auch weiterhin geben. Wenn ihr bei eurem Anbieter irgendwelche Erfahrungen gemacht habt oder ihr habt Fragen zu diesem neuen CFD-Verbot, dann lasst es mich bitte wissen. Stellt die unten in der Kommentarfunktion und ja, dann hoffe ich, dass wir uns mit diesem Thema so schnell nicht mehr beschäftigen müssen. Das war's für heute und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Macht es gut, bis dahin. Ciao.